So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben letztens die Four Bro Chips probiert, alle drei Sorten, die es gibt. Und Pupsi hat nicht nur ans Essen gedacht, sondern auch ans Trinken. Die hat nämlich was gesehen von der Katja Krasser Wix, ne? Ich kann den Namen nicht aussprechen, sorry. Die hat auch schon wieder ein Getränk auf den Markt gebracht. Auch wenn ich von der Person nichts halte und die mir gehörig auf den Zeiger geht, möchte ich natürlich professionell bleiben und auch die Katja Krasser Wix Getränke testen. Das sind diese vier Dosen hier. Diese zwei plus diese zwei. Das heißt, wir haben vier Dosen fürs Thumbnail, die wir jetzt erstmal hier hochhalten und gucken, weil das ja krasser Wix ist. Wix. Und diese vier Dosen sind einmal Katja Krasser Wix Sugar Mami Pfirsich. Und hier hat sie ein Bild von ihrer Pflaume abgebildet. Ihr seht hier diese Öffnungen, wie die ganzen Pfirsiche rauskommen. Das ist auf jeden Fall sehr pervers. Erfrischungsgetränk mit Pfirsichgeschmack. Da ist ja noch gar keiner drauf gekommen, Pfirsichgeschmack daran zu pumpen. Ist auch vegan, ist auch Alu steht hier drauf. Wie findet ihr das Design? So eine schöne pfirsichpinke Dose. Katja Krasser Witz Service. Okay, Pfirsich. Dann haben wir Katja Krasser Wix Sugar Mami Sherry Lollipop. Also das ist im Prinzip Kirsche, aber halt so süß Kirsche, wie vielleicht, stell ich mal vor, beim Eis, wenn da so eine einzelne oben drauf knallt. Dann haben wir Granatapfel Erdbeere. Ihr seht wieder den Moslem, wie der aufgeht und die ganzen Sachen daraus strömen. Granatapfel Erdbeere, eine Mischkombination. Das klingt auf jeden Fall interessant. Und als letztes Kaktusfeige haben wir auch noch am Start. Vier Dosen. Ich werde jetzt alle vier öffnen, mal gucken in diesem kleinen Berliner Luftgläschen, wie auch die Farbe aussieht und dann am Ende alle vier zusammen mischen und zusammen probieren in dem auf die dicken Bierglas. Wir fangen natürlich an mit Pfirsich, weil Pfirsich das Normalste der Welt ist. Das dürften jetzt aber keine Eistees sein. Das dürften Limonaden sein, weil die alle Kohlensäure haben. Wir füllen also jetzt hier mal dieses Pfirsichgetränk ein, was eine sehr orange Farbe hat. Also das ist, sieht eigentlich ganz köstlich aus. Riecht schon wieder wie Brausetablette. Schmeckt auch ein bisschen wie Brausetablette. Ungewohnt mit diesem komischen Kohlensäure drin. Ist das jetzt hier ohne Zucker? Nee, ist nicht ohne Zucker. Man kann sich ja nicht Sugar Mami nennen, wenn man dann das zuckerfrei hat. Also ist okay, kann man mal trinken, ist man gar nicht mehr gewohnt, aber jetzt bei diesen ganzen Siro-Produkten ist das komischerweise was ich eher trinken würde, als diese ganzen besonderen Cola-Editionen, die sie überall rausbringen, mit allen möglichen Geschmäckern, alles Zero. Obwohl ich sagen muss, dass das trotzdem natürlich dafür wieder brachial süß schmeckt. Und es deutlich andere Limos gibt, die nicht so extrem zuckrig rüberkommen. Vielleicht ist das aber auch nur der Entzug vom Zucker, der mir das jetzt deutlich noch süßer darbringt, als es eigentlich wäre. Ist bisschen gekühlt, dadurch eigentlich erfrischend. Prickelig, Pfirsich, ungewohnt als Limonade, Pfirsich-Limonade. Aber wir machen mal mit Cherry Lollipop weiter. Vielleicht können wir dann mehr dazu sagen. Cherry, Lolli und Poppy, alle vereint. Wow, das hat auf jeden Fall eine richtig geniale Farbe. Guckt euch diese Farbe an, wie schön rötlich das ist. Sieht nicht aus wie normal Kirsch, sieht wirklich aus wie Cocktailkirsch. Macht einen guten Eindruck. Riecht auch mega süßlich, wie das Ding auf der Eisspitze oben. Genauso wird es wahrscheinlich schmecken. Also hier muss ich sagen, obwohl ich eigentlich absolut kein Kirschfreund bin, finde ich das Ding übelst geil. Gehypt. Genial. Es gab früher ja immer diese Cocktailkirschen, diese zusammenhängenden in so Packungen, die man lutschen konnte. Also als Lutscher gab es sie, es gab es
Als Gummitierchen gab es so Kirschen zum Essen. Es gab als Lutscher so zusammenhängend zum Lutschen. Und das hat einfach genau diesen Geschmack wie aus der Kindheit, wie dieses Süßzeug, was man da immer hatte. Also das erinnert mich, das setzt mich zurück. Das finde ich cool. Da sträubt sich nichts. Während dieser Pfirsichgeschmack ungewohnt war in der Limonade, passt das richtig gut dazu. Cherry Lollipop, eigentlich richtig coole Sorte. Wir gehen mal zur Kaktusfeige über. Was die Kaktusfeige kann, machen die mal auf. Irgendeine Sorte ist ja vorhin umgefallen. Ich hoffe, es war nicht die Kaktusfeige. Das ist hier grün. Wenn wir es so zeigen, sieht es aus wie ein kleiner Pfeffi, obwohl der Pfeffi natürlich nicht so durchsichtig wäre. Der Pfeffi wäre viel präsenter. Sieht interessant aus. Riecht ein bisschen süß, aber eher unscheinbar. Also Kaktusfeige. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich jetzt was taugt. Ja, schmeckt halt wie ein süßes Limo-Getränk, bisschen undefinierbar, weil es halt ein exotischer Geschmack ist. Spricht mich jetzt nicht so an. Da fand ich, glaube ich, die Pfirsich noch interessanter, weil man Pfirsiche als Geschmack an sich kennt, auch wenn die Kohlensäure gewöhnungsbedürftig ist. Immer noch Sherry auf Platz 1, Sherry Lollipop. Heißt nicht, dass das nicht schmeckt, aber ist halt jetzt auch nicht so was Besonderes so an sich, wo du so trinkst und sagst, wow, ist das genial, ne? Aber das hast du ja fast nirgendwo. Granatapfel, Erdbeere bleibt noch übrig. Ein erdbeeriges Getränk mit Granatapfel noch verfeinern. Ist bestimmt jetzt auch wieder rötlich. Es ist lila. Kommt das durch den Granatapfel, dass das lila ist? Oder ist das nur angepasst an das Design der Dosen? Dass da so viel Lebensmittelfarbe drin ist, weil sie sagen, okay, das ist eine pinke Dose, also müssen wir das Getränk auch pink machen. Die meisten trinken eh direkt aus der Dose, so sehen die Farbe gar nicht. Wir schenken es hier ein, sehen die Farbe und das sieht nicht aus wie Erdbeere. Und Granatapfel hat bestimmt auch nicht so eine Farbe. Riecht ziemlich säuerlich. Hätte ich mir jetzt erdbeeriger vorgestellt, ich dachte, die Erdbeere schlägt mich jetzt richtig. Du merkst Erdbeer, wenn du dich drauf konzentrierst, aber gefühlt ist das so, es streift an der Erdbeere entlang und dann kommt so ein muffiger Geschmack, als wäre die Erdbeere schon ein bisschen gelegen und hätte was angesetzt. Vielleicht ist es das Granatapfel, was in dieser Kombination einfach einen halb fauligen Geschmack erzeugt. Für mich hätte das viel fruchtiger und süßer sein können, viel präsenter von dieser beerigen Erdbeernote. Passt also, dass es auf dieser Seite steht. Granatapfel, Erdbeer, nicht so meins. Kaktusfeige, nicht so meins. Pfirsich, okay, gewöhnungsbedürftig, aber Cherry Lollipop, auf jeden Fall mein Lieblingsgetränk bisher. Jetzt der große Test, alle vier Sorten zusammen und ich muss aufpassen, dass auch noch ein bisschen was übrig bleibt. Wir müssen die zwei also jetzt hier einfüllen, bis zur Hälfte. Das war wahrscheinlich nicht die Hälfte. Pfirsich, Kirsch hinterher. So. Insgesamt ist alles rot. Sieht jetzt aus wie... Das sieht aus wie Erdbeer. Das ist jetzt ein richtig schönes Erdbeergetränk. Guckt euch das an. Riecht insgesamt sehr seltsam. Schmeckt bestimmt auch seltsam. Trinken wir das jetzt auch einfach aus. Da ist noch was, das Pupsi noch probieren kann, dass das Muttertier noch probieren kann. Ist überall vielleicht noch ein Drittel drin oder ein Viertel. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Habt ihr es schon mal probiert? Habt ihr die gesehen? Katja Krasservis, Katja Krasavitsch, Katja Krasavix, Sugar Mami. Die neuen Trendsetter-Dosen, ne? Katja Krasa Wurst. Conchita. Das war's von meiner Seite. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Krasser Witch, Wix. Man.
schmeckt es wieder einfach nur noch nach Traubenzucker aufgelöst in einem Glas. Keine Ahnung. Trink das nicht zusammen. Oder Cherry Lollipop. Meine Empfehlung. Ciao.